Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial von Tutorius. Hier soll es mal wieder mit was mit Blender geben, und zwar ein Mitglied einer Facebook-Gruppe hat mir eine Datei zur Verfügung gestellt. Das ist ein Auto. Jetzt mittlerweile weiß ich auch, es ist wohl ein Lada, so wie ich auch vermutet hatte, wobei das in dem Namen nicht vorkommt. Und der besteht aus ganz, ganz vielen Teilen und ist absolut nicht 3D druckbar, und ich will zeigen, wie man da was dran ändern kann, dass man doch was 3D druckbares hinbekommt. Und da müssen wir schauen. Also ich werde nicht alle Teile verwenden, Scheibenwischer und sowas, das muss nicht mitgedruckt werden. Die kann man auch einfach weglassen, aber hier zeige ich vor allen Dingen, wie man das gut sortiert, die Teile. Das sind ganz, ganz viele Teile, die da importiert werden, dass man da ein bisschen den Überblick behält. So, ich verwende hier die Blender-Version. Das ist die 3.01. Im Moment, glaube ich, die aktuellste. Und mit der kann man das ganz gut bearbeiten. Die Kamera und so weiter, das brauche ich ja eigentlich nicht, weil das Modell soll nicht gerendert werden, soll ja gedruckt werden. Also können wir den Kram ja auch rausschmeißen. Das heißt, ich selektiere erstmal alles und drücke Entfernen. So, ich habe hier ein Fenster Aufsicht. Dann habe ich hier eine Frontansicht, ist das glaube ich. Genau, Front und die Ansicht von rechts. Und die können wir auch ganz einfach über den 10er Tastenblock umstellen. Also das hier ist Taste 3, die rechte Ansicht. Und drückt man STRG 3, dann bekommt man die Ansicht von links. Und hier bei Front ist das genauso. Taste 1 ist die Frontansicht und STRG, Taste 1, die Ansicht von hinten. So, beim Top geht das genauso. Taste 7 von oben, STRG 7 von unten. Das sieht man dann hier auch Bottom, dass er das dann ändert. So, zur Sicherheit mache ich, oder zu eurer Information, mache ich hier oben die Tastenkommandos an, dann seht ihr hier auch, was ich drücke. STRG 7, 7. Und dann legen wir einfach mal los. Das Modell ist als OBJ-Datei geliefert worden. Das heißt, man geht auf Import und dann geht man hierher, guckt, wo haben wir Object-Format. Hier, das ist das. Ah, da haben wir es. Wavefront OBJ. Einfach selektieren, dann habe ich das hier im Downloads, und dann machen wir mal, ach, hier haben wir 3D-Druck Car Test, und da ist das Teil dieser Lada, wird im Russischen wohl auch Ziguli genannt, und ist von 1970. Da war der Putin noch nicht an der Macht. Okay, dann geht's weiter. Man sieht hier, der hat ja einiges zu tun. Importiert diese Datei, und hier auf der Seite, da sieht man nun die ganz vielen Objekte, die es gibt. Und dann kann man sich das hier erstmal rein zoomen, dass das passt. Und da sieht man jetzt als allererstes, dass das Modell ziemlich falsch positioniert ist. Das passiert bei OBJ-Dateien schon mal ganz gerne. Und wir können jetzt einfach hergehen, das drehen. Das hier wird R und X. Und dann drehen wir das mal drauf gucken. Das ist minus 90 Grad. So, dann drehen wir das hier um die Z-Achse, dass es so von der Aufsicht aussieht. Das ist auch nochmal minus 90 Grad. Und dann sehen wir hier von der Seite, das steht schön auf der Nullebene, ist also gut positioniert. Gut, dann legen wir los. Ich habe hier die ganz, ganz vielen Objekte, und jetzt mache ich zunächst mal eine Aufteilung dieser Objekte. Und zwar, es gibt hier bei Blender die sogenannten Kollektionen, und da kann man weitere von anlegen, und so können wir eben diese Sachen hier klassifizieren. Das heißt, das hier, das ist die Karosserie. Die selektiere ich, und dann drücke ich einfach die Taste M. Dann kann ich hier sagen neue Kollektion, und das wird Karosse zum Beispiel. Nennen wir dieses Teil. Dann können wir hier nach unten fahren.
Dann sehen wir hier Karosse und dann können wir das hier deselektieren und dann sehen wir nur noch die anderen Teile, die noch aktiv sind. Wir können einfach hier jetzt so mit der mittleren Maustaste das so rumdrehen und das ist jetzt in Perspektivdarstellung und wir können das der Einfachheit halber auch einfach, indem wir die Taste 10er Tastenblock 5 drücken, dann wird das so eine isometrische Darstellung. Dann, was immer ganz gut ist, ist hier bei View das hier hochzustellen, das Ende hier auf, sagen wir mal, 50.000, dann wird auch überall dieses Gitter dargestellt. Das muss man eigentlich in allen Bereichen hier machen, das heißt, hier machen wir auch nochmal N, View und da auch 50.000 und da auch View und 50.000. Und dann hier, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Obwohl, da können wir auch View auf 50.000 stellen. Haben wir noch eins zum... Haben also insgesamt vier Fenster. Drei würden eigentlich reichen. Spielt aber keine Rolle. So, dann legen wir los. Das hier, das ist so der Innenteil des Autos. Man kann das jetzt hier so bewegen. Dann sieht man das... Die Sitze, der Lenker und so weiter, das möchte ich überhaupt nicht drucken. Also packen wir das. Ich kann es entweder löschen oder aber ich mache dafür auch eine neue Kollektion und die nennen wir einfach mal unwichtig. So, da ist das jetzt drin. Dann fahren wir hier hin. Unwichtig machen wir auch unsichtbar. So, was haben wir hier? Hier haben wir Scheiben und zwei Mal, das heißt, wir selektieren die einfach, diese Scheiben, und dann drücken wir auch wieder Taste M und geben der, das sind Scheiben. So, und die mache ich immer hier unsichtbar, dann, damit ich nur noch das sichere, sehe, was ich nicht oder noch nicht benutzt habe. So, dann haben wir hier das, das ist das Bodenblech. Dann haben wir auch eine neue Kollektion. Bodenblech. Und das machen wir auch unsichtbar. Dann haben wir hier Stoßstange. Stoßstangen nenne ich das. So, und dann können wir die Stoßstange da auch reinpacken. Taste M, dann wählen wir hier Stoßstange aus. Und wir machen die Stoßstange auch erstmal unsichtbar. Und dann sieht man, hier sind noch so kleine Teile. Da und da, die gehören auch noch zu den Stoßstangen. Die packen wir auch da rein. Und die werden dann immer unsichtbar, weil die ja in die unsichtbare Gruppe geraten. So, und dann haben wir hier, das sind Kennzeichen. New Collection, Kennzeichen, okay, und das machen wir auch unsichtbar, so, was das hier ist, weiß ich nicht, die Sachen, die wir nicht kennen, die packen wir in dreimal Fragezeichen, so, das hier ist Kühler, der Kühler besteht aus zwei Teilen, hier das Teil, und das packen wir in eine Kollektion Kühler. Grill können wir das ruhig nennen. Und okay. Machen wir unsichtbar. Die Fragezeichen machen wir auch unsichtbar. So, langsam lichtet sich das. Dann haben wir hier die Räder und Reifen. Das heißt, wir selektieren erstmal die vier Reifen. Packen die in eine Kollektion, die nennen wir Räder. Und wenn wir das OK drücken, nicht vergessen, machen wir unsichtbar und dann sieht man hier, da gibt es noch mehr. Die kommen auch da rein in Räder. Dann haben wir hier noch eine Menge mehr. Da sind die Bremsscheiben mit bei. In die Räder und hier die Bremssättel auch noch.
Und die packen wir auch zu den Rädern. So, dann haben wir hier so ein Unterteil für die Lüftung. Das heißt, das packe ich mal mit in Karosserie. Dann gehen wir hier, Karosse. Das kommt da rein. Hier haben wir Dichtungen. Können wir mal gucken. Das sind hier. Ich glaube, ich habe es jetzt einmal schon bewegt. Egal. Das packen wir in eine Szene. Das packen wir in eine neue Szene, die heißt Dichtung. Oder Dichtungen. Und die machen wir auch unsichtbar. Und dann sieht man hier, da gibt es noch mehr. Das kommt in Dichtung. Da ist noch sowas hier. Das muss ich sagen, das habe ich rausgeschmissen, weil sind nur Pünktchen. Das habe ich einfach gelöscht. So, diese Teile hier, die habe ich in Karosserie gepackt. Mache ich hier jetzt auch. Also in Karosse. So, das hier alles, das kommt zu den Dichtungen. Das auch, das könnte auch eine Zierleiste sein. Packen wir zur Dichtung. So, das hier hinten auch. Das hier ist wieder was fast unsichtbar. Nein, so unsichtbar ist das nicht. Das packen wir auch zur Dichtung. Mehr gibt es da jetzt wohl nicht. So, hier hinten das ist das Kofferraumschloss. Das packen wir auf unwichtig. Das glaube ich nicht, dass das im Druck wichtig ist. So, das hier, das ist Auspuff. Okay. Schauen wir hier einmal, der Auspuff wird unsichtbar. So, dann haben wir hier die Türgriffe. Und auch unsichtbar. Das da ist auch sowas von den Dichtungen, können auch Zierleisten sein. Ich glaube, die packen wir am besten mal zur Karosse. So, jetzt haben wir hier noch die Scheibenwischer, die Lampen und also Blinker, Lampen hinten und vorne, Scheibenwischer, ein Außenspiegel. Okay, den packen wir zum Außenspiegel. Neue Kollektion. Außenspiegel. Das gehört, glaube ich, auch zum Außenspiegel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das richtig hingesetzt habe. Können wir mal gerade schauen. Ja, das habe ich in die falsche, wahrscheinlich zu den Türgriffen. Gucken wir uns das mal an. Ja, der kommt aber auf Außenspiegel. So, dann machen wir die wieder unsichtbar. So, Scheibenwischer. Machen wir auch unsichtbar und dann sieht man hier noch weitere Teile. Das gehört auch zum Scheibenwischer. So, das ist weg. Das sind, glaube ich, auch Blinker außen, so kleine. Hat er hinten da auch so was? Nee, nur vorne. Das ist Typenschild. Daran hätte ich das eigentlich auch erkennen können, dass das ein Lader ist. Habe ich auch schon mal gesehen. Also, das machen wir. Collection. Typenschild. Okay. Das machen wir auch unsichtbar. Das kommt da rein. Typenschild. So, jetzt kommen die Lampen. Dann nehmen wir das.
Blinker ruhig mit da rein. Neue Kollektion Lampen. Okay. So, da ist, sieht man jetzt, da ist viel mehr drin. Auch eigentlich viel zu viel. Das kann man gleich dann ausdünnen. So, die packen wir auch da rein. Das sind aber auch zwei, so wie man das hier sieht. Das packen wir auch in Lampen. So, so die Birnchen hier, das ist nun wirklich übertrieben. Die packen wir in unwichtig. So, dann haben wir hier hinten das. Ja, Lämpchen scheinen hier nicht drin zu sein oder die waren damit verknüpft. Muss man gucken. Also, das packen wir in eine neue Kollektion. Lampen 2. Damit wir die doch ein bisschen getrennt haben. So, die werden unsichtbar. Das. Lampen 2. So, und jetzt haben wir das ganze Modell halt in Unterparts aufgeteilt. Hier haben wir nichts mehr drin. In Kollektion, nur noch in den kleinen hier. Und bei der Karosse, die können wir jetzt sichtbar machen. Da sieht man, das ist nur noch die Karosse und hier der Schweller. Man sieht hier, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4 Stück. Das heißt, das Schweller. Kann man hier am besten gucken. Ach ja, das Teil unter diesen Lüftungslöchern hier. Dann die Schweller oder Zierleiste, die Zierleisten hinten und die Karosse. Jetzt können wir hier das benennen. Also das nennen wir einfach mal Hauptkarosse. Und das ist Zierleiste hinten, nennen wir das mal. Das ist, ich nenne es ruhig mal Schweller, und das ist Lüftung. So, dann haben wir das soweit fertig. So, jetzt gehen wir hier auf die Hauptkarosse und in Blender kann man über die Tab-Taste in den Edit-Mode wechseln. Den sehen wir hier und dann kann man das hier so selektieren. Und dann kann man hier mit der Maus einfach Taste G drücken und kann man das so bewegen. Und da sieht man, dass das sieht man insbesondere hier, wenn man reingeht. Sind wir jetzt da. Das ist nur eine Haut. Das ist also kein Bauteil mit einer Wanddicke. Das macht natürlich auch nicht unbedingt viel Sinn beim 3D-Drucken. Was soll der 3D-Drucker oder der Slicer daraus machen? Das kann nicht hinhauen. Also muss hier nachgearbeitet werden. Also das Modell ist relativ lang. Das heißt, wenn wir uns das jetzt in der Aufsicht anschauen und wir tippen mal hier vorne hin mit dem N hier an, dann gehen wir hier auf Item, dann sieht man hier, das ist jetzt so, das ist glaube ich hier die Z-Achse, weil ich habe das ja gedreht. Also da haben wir hier 71 Meter, nee, das ist nicht die Z-Achse, die Y ist es, ja. Genau, minus 178 Meter, sagt er hier, wir sagen das in Millimeter. Also minus 178 und 178, das heißt 180 mal 2, 360 mm lang. Das ist für einen 3D-Drucker schon ein Klopper. Das wird man zerteilen müssen, wenn man das so groß drucken möchte. Oder man geht her und skaliert das Ganze. Hätte man am besten aber vorher gemacht. Aber das kriegen wir auch jetzt noch hin. Das heißt, ich
Selektiere erstmal alle Objekte hier. Dann überlegen wir uns mal, wie groß wir das Teil überhaupt drucken wollen. So, jetzt müsste ich eigentlich wieder alles selektiert haben. Auch die unwichtigen Teile kann er ruhig mit skalieren. Also 360 mm. Ich habe jetzt alles selektiert. Jetzt kann ich das wieder um den Cursor hier ist das eingestellt. Das kann man hier gucken. Ja, hier ist es. So. Um Bounding Box Center skaliert es. Wir können aber hier jetzt auch sagen, um den 3D-Cursor. Und dann wird das hier so verkleinert. 360 mm lang. Machen wir mal die Hälfte. Also 0,5. Und dann habe ich das Modell entsprechend verkleinert. So, dann gehen wir hier wieder. Ich wollte gar nicht in den Edit Mode. Dann machen wir die wieder alle aus, die wir nicht mehr brauchen jetzt im Moment. Das heißt, ich mache das von unten anfangend. Der kommt weg. Der kommt weg. Weg, weg. Räder weg, dann haben wir Kühlergrill, die Fragezeichen, das Kennzeichen, Stoßstangen, die Scheiben kommen auch erstmal weg, Bodenblech unwichtig und da haben wir die Karosse. So, mit der werden wir uns jetzt erst einmal befassen. Wir selektieren die, gehen in den Edit Mode. Und bevor wir das machen, hier kommt es wirklich auf Maße an. Und wenn ich jetzt hierher gehe, dann habe ich hier immer noch dieselben Maße. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil ich das Objekt skaliert habe und nicht im Edit Mode. Im Edit Mode hätte ich aber gar nicht alles skalieren können. Ergo geht man nun her über Object. Da muss ich immer ein bisschen überlegen. Objekt und das ist Apply. Da machen wir jetzt Scale, Rotation machen wir lieber mal nicht. Und jetzt gehen wir wieder in Edit Mode und dann sieht man hier, dass es jetzt hier nur noch von minus 89 bis 89 geht. Also er hat jetzt die Skalierung des Objektes in den Edit Mode reingeholt. Das machen wir hier jetzt mit jedem dieser Objekte auch nachher noch, das heißt die Lüftung, Object, Apply, Scale, Schweller, Object, Apply, Scale und die Leisten auch Object, Apply und Scale. Ist möglich, dass ich das alles hätte auf einmal machen können. So, warum mache ich das? Ich will jetzt diesem Modell hier eine Dicke der Haut geben. Das macht man im Blender so, indem man einfach alles selektiert. Dann drückt man einmal die Taste E für Extrude. Dann sieht man das hier so dranhängen. Das nutzt man aber gar nicht. Man tippt hier einfach X und 0. Dann ist das halt auf demselben Punkt geblieben. Und jetzt kann man über Alt S ganz einfach das entweder nach außen skalieren, aber so, dass es eine Haut erhält. Und hier empfehle ich, das nach außen zu machen. Das heißt, man sieht das da, das geht in positiver Richtung und dann kann man die Hautdicke eingeben. So, die Hautdicke würde ich hier auf mindestens 0,8 einstellen. Das sind zwei Düsenbreiten. Machen wir mal 0,9 daraus. So, dann gehen wir hierher und jetzt schauen wir uns das an. Das sieht recht vernünftig aus. Hier bei den Lüftungen, da hat er das schon zugemacht. Das heißt,
Das können wir so lassen. Da brauchen wir das Teil hier. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das packen wir mal in unwichtig. Und haben es damit weg. So, jetzt habe ich hier eigentlich schon eine Karosse erzeugt, die druckbar sein sollte. Jetzt will ich ja noch die Parts, die Teile daran machen. Das heißt, den Schweller hier. So, den gucken wir uns jetzt einmal an. Man kann immer die Objekte hier mit diesem Auge unsichtbar machen, die Hauptkarosse unsichtbar. Wir gehen mal in Edit Mode und gucken uns an, was ist das hier überhaupt. Ist auch ein Teil, was nicht kein richtiges Volumen bildet. Wenigstens soweit ich das sehe. Müssen wir nochmal in diese Ansicht gehen. Kann man so sehen. Das ist da drinnen auch. Also das ist kein echtes Volumen. Das heißt, entweder machen wir das ähnlich wie gerade beim bei der Karosse, dass wir das alles selektieren. Dann haben wir die beiden selektiert. Dann drücken wir E und so mache ich das auch. Ich mache keine andere Sache. E, X und 0. Und dann können wir wieder Alt S drücken. Und dann ziehen wir die so, dass sie nach außen laufen. So, das ist falsch rum, also in die Richtung. Und da machen wir einfach, und da reicht wahrscheinlich 0,4 aus. Gucken wir uns das an. Jetzt sind das auch, ist das ein 3D-Objekt und das können wir jetzt mit der Hauptkarosse verheiraten. Mit den Zifferleisten, mit den Zierleisten, da machen wir das genauso. Die gucken wir uns einmal an. Das sind die da. Die werden wahrscheinlich genauso, also in den Edit-Mode, die sind genauso erzeugt wie diese Schweller unten. Das heißt, auch da alles selektieren. Extrude X 0. Dann Alt S. Wir ziehen das nach außen. Also nicht nach innen, nach außen. Und da auch 0,4. Das ist aber viel zu viel. Also gehen wir mal zurück. Nochmal Alt S. Machen wir 0,2. So. Dann. So, jetzt geht man her. Hauptkarosse. Wir machen die wieder alle sichtbar. Und dann mache ich hier jetzt ein bullsches Objekt. Das heißt, Schweller und Zierleiste mache ich erstmal unsichtbar. Und hier drücken wir jetzt auf dieses Symbol, mit dieses Schraubenschlüssel-Symbol. Add Modifier Boolean. Also da soll was mit verbunden werden und zwar nicht abgezogen, keine Difference, nicht keine Schnittmenge, sondern eine Union, also eine Verbindung. Einmal draufklicken, dann wird hier gewählt, welches Objekt soll das sein. Da können wir jetzt eintippen. Zierleiste. Das sollte eigentlich machen. Ich habe die falsch geschrieben. Ohne E. Also da sind sie, die Zierleisten. Und dann sieht man hier, das hat nicht geklappt. Dann kann man hier umstellen von exakt auf fast. Und dann sieht man hier, jetzt ist das zwar wieder da, es hat aber nicht geklappt. Muss man sich anschauen, warum. Eventuell nutzen wir den auch nicht. Zierleiste. Das sind die hinteren Zierleisten, die ich da dran gemacht habe jetzt. Dann können wir den erstmal entfernen hier. Fangen wir erstmal mit den Schwellern an. Die habe ich auch Schweller genannt. Genau. Fangen wir mit den Schwellern an. Das heißt, wieder Hauptkarosse, Add Modifier, Boolean. Und wir machen die Union und tippen hier jetzt mal Schweller. Das ist der. Der klappt auch nicht, also fast drücken. Okay, dann lassen wir das. Machen wir das weg.
So, dann nutzen wir die drei hier wirklich. Was ist denn da passiert? Prinzip kann man den Kram auch weglassen. Okay, packen wir Schweller und Zierleisten. Die packen wir jetzt in unwichtig und machen hiermit weiter. Was hier wichtig ist, das sind, wenn man sowas drucken will, die Scheiben, weil ich will das nicht offen haben, das Ding, sondern Scheiben drin, die sind zwar nicht durchsichtig, die macht man dann, was weiß ich, blau oder wie auch immer, wenn man es druckt hinterher. Also lackieren, das wird nicht in mehreren Farben gedruckt, wenigstens nicht von mir, weil ich so einen Drucker nicht habe. Aber jetzt muss man noch gucken, dass wir Lampen und Kühlergrill da irgendwie zupacken. Das heißt, wir gucken hier einmal nach beim Kühlergrill, machen das hier, lassen das anzeigen und haben hier diese beiden Teile. Und die sollen hiermit verbunden werden. Gucken wir mal, ob das klappt. Das heißt, wir geben den erstmal einen Namen. Das ist hier Kühler Grill innen. Und das da ist Taste F2 drücken. Kühler Grill. So, dann beginnen wir hier. Machen wir nochmal Add Modifier Boolean. Eine Union. Ich hoffe, das klappt jetzt. Das ist Kühlergrill. Und zwar erstmal den inneren Teil. Jo, das hat geklappt. Das heißt, wenn wir die jetzt unsichtbar machen, dann sieht man, dass der Kühlergrill mit dem Modell verbunden ist. Und dann können wir jetzt hier eine weitere Boolean dran machen, Add Modifier Boolean und wieder Union. Die Reaktionsgeschwindigkeit hier wird immer langsamer, je mehr Teile man hier verbindet. Und dann geht es hier jetzt, da wird jetzt verbunden der Kühlergrill nicht innen, sondern das Teil hier. Und da haben wir den Kühlergrill da dran. So, jetzt kommt die Sache mit den Lampen. Vorne ist das mit den Lampen relativ einfach. Hinten leider nicht ganz so bei diesem Modell. Aber ich denke, wir machen erstmal die Scheiben. Okay, dann gucken wir nach hier. Wo haben wir die Scheiben? Da sind die Scheiben. Die machen wir jetzt. Lass mal anzeigen. Und die Dichtungen. So, wo haben wir die Dichtungen? Da sind die Dichtungen. So, und dann sieht man hier, dass das leider nicht so ganz toll passend ist. Und da muss man sich jetzt wieder ein bisschen behelfen. Das heißt, die Dichtungen hier, die müssen nun auch entsprechend aufgearbeitet werden, dass die wenigstens so groß sind, dass die mit dem Modell hier, mit der Karosserie Verbindung haben und auch mit der Scheibe. So, die Scheiben mache ich jetzt trotzdem erstmal unsichtbar und gucken uns an, warum, was haben die denn da gemacht? Also, wir haben hier, das ist eine Dichtung vorne, eine Dichtung vorne und das. Okay, dann nennen wir die auch so. Das ist D-Strich vorne, D für Dichtung. So, das ist auch D vorne. Und da gehen wir jetzt einmal her und schauen, ob wir diese Dichtung hier. Die ist schmaler, die ist breiter. Vielleicht hängt das doch richtig da drin. Wir versuchen es einfach. Das heißt, ich verbinde erstmal diese beiden mit
der Hauptkarosse. Da haben wir wieder hier Add Modifier Boolean. Ihr merkt schon, das wird jetzt ein bisschen langsamer immer, je mehr da gemacht wird. Und dann gehen wir hier auf Union, wieder ein bisschen warten. Und Objekt, da nehmen wir jetzt, da haben wir ja die vorne, da können wir jetzt draufklicken. Und die vorne 01, wir nehmen die vorne 001. Also wieder Hauptkarosse, selektieren. D' vorne 001 dann machen wir die mal die vorne 01 hier unsichtbar und dann sieht man, die hängt jetzt hier an diesem Hauptkarossemodell dran. So, dann nehmen wir jetzt noch die D vorne, die packen wir noch mit dazu. Ich weiß nicht, wofür das notwendig ist, machen wir aber trotzdem. Und wir machen noch ein Boolean hierzu. Und wiederum eine Union. Und als Objekt wählen wir jetzt D-ein V, das ist das D vorne hier. Selektieren. Die können wir jetzt auch unsichtbar machen. Jetzt ist das eben die Frage, ist das korrekt geworden? Gehen wir einmal hier drauf. Das sieht nicht so ganz so richtig aus. Die vorne 01. Okay, das ist echt nicht so ganz einfach. Ich kann jetzt aber, ich glaube, ich habe was vergessen. Und zwar, ich hätte diese Dichtung auch bearbeiten müssen. Das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Das heißt, ich schmeiße die erstmal hier wieder raus. Einmal hier den. Und auch den hier. Dann machen wir hier die Hauptkarosse unsichtbar und wechseln hier, wo sind wir hier, da sind wir kühler drin, haben wir da drin. Wir gehen hier wieder auf die Dichtung und dann machen wir die mal wieder sichtbar und bearbeiten die ein bisschen. So, das ist die äußere hier. Tab, alles selektieren, Extrude, X0, Alt-S. Und dann muss man gucken, in welche Richtung. Und das ist die richtige. Und dann machen wir einfach mal 0.4 und Tab. Und dann sieht das schon direkt viel besser aus. Den hier können wir auch mal gerade Extrude X0, dann Alt-S. So, jetzt haben wir die beiden da drin und jetzt nehmen wir die, gehen wir wieder auf die Hauptkarosse, machen die wieder sichtbar, die beiden machen wir unsichtbar und packen die jetzt mal wieder hier rein. Das heißt, neuen Boolean, Add Modifier Boolean, eine Union. Mit D' vorne 001 jetzt gucken wir uns dazu mal den vorne 001 hier an. Also ganz richtig ist das nicht. Dann wählen wir hier mal Fast aus. Und schon sieht das besser aus. Okay, dann nehmen wir den als Fast. Ist nicht immer exakt, ist nicht immer der korrekte Wert, den man da nimmt. Und dann machen wir hier Add Modifier nochmal ein Boolean. Und
Da wählen wir auch eine Union aus und als Objekt jetzt da den D vorne ohne die 001. Mal abwarten, was kommt bei rum. Hat das? Jo, das sieht auch gut aus. Okay, das lassen wir jetzt so. Jetzt packe ich hier direkt die passende Scheibe rein. Das heißt, ich wähle jetzt aus hier die Scheiben. Die habe ich ja vorhin wieder unsichtbar gemacht. Und da sieht man jetzt, die sind hier nicht getrennt. Deshalb trennen wir die. Das heißt, man geht hierher, drückt hier einen Knopf, Steuerung L, drückt ein P und sagt bei Selection. Und dann habe ich jetzt die getrennt und hiervon. Und die kann man bewegen. Das ist auch wirklich nur diese Scheibe. Okay, das hier, das ist die Frontscheibe. Die nennen wir auch so. Die wird jetzt aber auch bearbeitet. Das heißt, wir gehen in Edit Mode und selektieren alles. Extrude, X0 und Alt S. Und dann können wir uns jetzt, ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt, Alt S. So, jetzt sieht man das. Wie rum sollen wir es aufmachen? Also in diese Richtung ist es wohl eher angebracht. Und da machen wir auch dann, gehen wir nochmal her, Alt S, in diese Richtung. Die hier. Und dann machen wir Punkt 8. So, dann haben wir hier die Scheibe. Dann können wir jetzt diese Frontscheibe auch mit der Hauptkarosse verbinden. Das heißt, die Frontscheibe machen wir hier unsichtbar. Gehen wieder hier hin. Boolean. Ach nee, hier. Add Modifier Boolean. Ein bisschen weltweites Warten. Das wird eine Union. Nochmal warten. Und dann wird das Objekt ausgewählt. Da tippen wir jetzt FRON. Dann sieht man Frontscheibe. Selektiert das Ganze. Und dann sollte hier gleich eine Frontscheibe drin sein. Wenn er hier... Ja, und da sieht man, da ist die Frontscheibe drin. So, jetzt soll man sich nicht zu sicher sein, was diese Berechnung hier angeht. Ich habe festgestellt, man kann diese Berechnung jetzt hier über diesen Pfeil nach unten, kann man hier sagen Apply, und dann wird genau diese Union hier ausgeführt, dass es hinterher dann ein einzelnes Objekt gibt. Leider funktioniert das nicht so richtig. Ich habe aber herausgefunden, wie man sowas besser macht. Ich lasse das Objekt jetzt hier, diesen Hauptkarosse, die lasse ich so, wie sie hier ist, bestehen, mache da nichts mehr dran und gehe einfach her, ich selektiere die. Dann habe ich hier ein 3D Print Add-on installiert in Blender. Add-ons installiert man hier über Preferences, Add-ons, und dann kann man hier auch eingeben, was will man machen. Da gibt man zum Beispiel Print ein und dann sieht man hier 3D Print Toolbox und dann macht das Häkchen dran und dann wird das installiert und ist nutzbar. Das kommt hier in dieses rechtsseitige Menü, das kriegt man mit der Taste N immer angezeigt. Dann kann man hier auf 3D Print wechseln. Wir können das Modell jetzt einmal speichern. Save S, und das nennen wir jetzt einfach mal Lader Test und Save S. Und jetzt selektiere ich das Objekt und drücke hier bei 3D Print hier unten auf Export. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Jetzt hat er eine STL-Datei exportiert. Ich mache jetzt diese Hauptkarosse hier unsichtbar und importiere die Datei, die wir gerade exportiert haben. Das heißt, es geht hier über Import als STL. Und dann haben wir hier Ladertest und Import. Und dann ist das
Teil hier drinnen. Und das ist jetzt wirklich eine zusammenhängende Mesh-Datei, die man so auch in Slicer geben kann. Und die anderen Fenster hier und so alles, das ist jetzt hier noch, so das Modell ist jetzt hier unten irgendwo hingekommen. Das können wir jetzt auch in die Karosse reinpacken. Das heißt hier einfach in die Karosse. Dann haben wir es da und dann können wir es hier unsichtbar machen. Und jetzt machen wir hier noch die Scheiben, die trennen wir auch. Das heißt, da können wir einfach reingehen, drücken P, sagen bei Loose Parts. Dann habe ich jetzt hier vier getrennte und kann denen passende Namen geben. Das hier ist S-Strich. Man guckt von hinten aufs Auto, das heißt von links. Das ist SVR. Das ist S-HL und das ist Scheibe hinten rechts und das ist Heckscheibe. So, die Scheiben machen wir erstmal unsichtbar, dann haben wir hier wieder diese ganzen Dichtungen. Machen wir gerade noch mal hinten diese hier rein. Gucken wir uns an, was haben wir da? Da haben wir wieder genauso zwei Stück. Also der wird einmal angeguckt, alles selektiert, Extrud in welche? X0 natürlich bei Extrud, dann Alt-S und dann gucken wir in welche Richtung, in die. Und dann machen wir auch die 0.4. Können wir rausgehen, dann der, Tab. AEX0 Alt. Nee, das war falsch. Alt S. So. Da müssen wir einmal Steuerung Z. Steuerung Z machen. So, da sind wir bei dem Extrud. Und dann Alt S. Das machen wir auch in die Richtung. Und da machen wir mal 08. So, dann können wir jetzt wiederum die Ladertest Hauptkarosse nehmen, das ist das gerade importierte und da wird jetzt wiederum Modifier, Boolean und da haben wir bei den Dichtungen hier, den haben wir noch keine Namen gegeben, das ist die große hintere Dichtung, also D für große hintere Dichtung und das hier ist D hinten die kleine Dichtung. So, dann packen wir die auch rein hier in den Ladertest Hauptkarosse. Wiederum Add Modifier Boolean eine Union. Und zwar D-H groß erstmal. Wir machen die erstmal hier beide unsichtbar. Dann sieht man hier, ob das geklappt hat. Das sieht ganz gut aus. Dann kann man auch die innere dort nehmen. Das heißt nochmal Add Modifier Boolean. Wiederum eine Union und D-HK ist das dann. Das sieht ganz gut aus, dann machen wir die Scheiben wieder sichtbar. So, Scheiben, wo seid ihr? Da. Da haben wir hier die hintere Scheibe, die haben wir Heckscheibe genannt. Also wir verbinden hier jetzt nochmal Add Modifier Boolean und eine Union.
Das ist zwar richtig, ich mache aber erstmal nicht weiter, weil da mal wieder was vergessen. Die Heckscheibe ist wieder nur ein einzelnes Objekt. Da habe ich die schon dick gemacht. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Doch, die hat eine. Die ist schon dick. Okay, dann können wir die nehmen. Gehen wir wieder hier hin. Gehen hier auf Objekt und sagen Heckscheibe. So, machen wir den sichtbar. Die Frontscheibe, Heckscheibe unsichtbar. Wir haben also hier das Auto. So, jetzt habe ich hier ein bisschen was bewegt. Das ist nicht so gut. Das lässt ihn wieder unheimlich rechnen. Man sieht das hier unten an diesen Balken, was er da zu tun hat. Man sollte es nicht zu viel beanspruchen. Dann kann das auch schon mal abstürzen. So, wir sehen jetzt, hier haben wir noch die Scheiben hier. Und da haben wir hier, das ist die Scheibe, und dann haben wir da so Dichtung. Die Dichtung, leider gehen die Scheiben hier nicht bis dran. Ist auch komisch. Muss man schauen, wie man das vernünftig macht. Also machen wir die Scheiben erstmal wieder unsichtbar und machen das hier mit den Dichtungen. Und gucken uns mal an, wie wir die halt vernünftig machen können. Okay, was haben wir hier? Das sind die seitlichen Dichtungen. Einmal selektieren. Das sind aber, glaube ich, eher Zierleisten. Aber egal. Wir machen Extrude, X0. Richtige Richtung nehmen. Ich würde mal sagen das. Beziehungsweise gucken wir uns das hier aus der Sicht an. Das ist 0,4. Und dann verbinden wir die mit dem Teil hier. Add Modifier Boolean. Union. D-Seite habe ich die genannt. Okay. Das heißt D-Seite. Haben wir da. Kann man sich eigentlich auch sparen. Dann machen wir die weg. Und schmeißen die Seite auf unwichtig. So. Was ist das? Die sind schon eher wichtig. Das heißt Tab AEX0. Gehen wir hier so in die Ansicht und gucken uns an. Alt S. Punkt 4. Und die nennen wir jetzt nochmal D-Seite. Die kriegen dann halt hier. Da sind sie. Jo. Die nehmen wir jetzt und die packe ich hier mit dran. Add Boolean. Und Union.
Project D-Strich. Seit und da sieht man, da haben wir das da drinnen. So, jetzt machen wir zur Sicherheit hier einmal den sichtbar. Und da sieht man, das hat mich nicht geklappt. Da hinten hat es geklappt, da vorne nicht. Das heißt, das machen wir rückgängig hier. Und wir trennen die einfach auf. So, das ist die Seite. Wo bist du? Das bist du hier. Ich bin aber im falschen Kino. Hier. Tab. P. Bei Loose Parts. Und dann haben wir hier auf einmal ganz viele Seiten. Ich bin fast dafür, das sein zu lassen. Lassen wir das mit den Dichtungen erstmal sein. Gucken wir, ob wir die Scheiben da reinkriegen. Und wie wir die da reinkriegen. Das heißt, wir machen die Scheiben mal wieder sichtbar. Und da haben wir hier die Frontscheibe natürlich unsichtbar, Heckscheibe unsichtbar, die sind ja schon drin. Und dann haben wir hier die vier Scheiben und die müssen jetzt dort eingepasst werden. Der sieht eigentlich ganz gut aus, den können wir so nehmen. Das heißt, SHL und HR, die werden funktionieren. Die Form, die sehen jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Machen wir einfach die hier unsichtbar. Wir wissen ja, wie sie heißen. SHL, HR, VL, VR. Ladder-Test. So, Add Modifier, Boolean. Union. Object, da SHL zum Beispiel. Okay, wählen. Muss da nicht die hier sein. Genau, fast. Nee, das kann doch nicht funktionieren. Also Kommando zurück. Die müssen schließlich noch dick gemacht werden, die Scheiben. Die habe ich, glaube ich, noch nicht. Gehen wir mal her, machen die Karosse unsichtbar und machen die Scheiben hier wieder sichtbar und gucken uns die einmal an. So, da haben wir Tab und dann sieht man das hier. Die sind eigentlich dick. Eigentlich sind die dick. Wir machen, selektieren die, machen Alt S, skalieren die noch ein bisschen höher. 0.8. Alt S. 0.8 Tab A, Alt S 0.8 und die auch Tab A, Alt S A, Alt S in diese Richtung 0.8. So, und dann versuchen wir das jetzt nochmal. Das heißt, die Hauptkarosse, Edge Boolean, Union,
S-HL. Rechnet ein wenig. Dann sehen wir jetzt sofort, ob das geklappt hat, indem wir die hier ausblenden. Und dann haben wir die Scheibe da drin. Okay, schon mal gut. Dann die zweite Add Modifier Boolean. So, eine Union. Dann nehmen wir jetzt VL. Also S-VL. Müsste jetzt hier die Scheibe reinkommen. Jo, ist drin. Und dann machen wir hier weiter. Add Modifier Boolean. Also ihr merkt schon, es wird immer langsamer. Dann hier Union. Auch wieder weltweites Warten. Also wenn das rüber springt, dann können wir hier hin tippen. S-VR. Scheibe ist drin. Und dann machen wir noch den letzten, und das soll es auch gewesen sein, weil man merkt, das zieht sich ewig in die Länge. Es ist kein leichtes Unterfangen, so ein Modell zu bearbeiten. So, dann haben wir hier noch die letzte Scheibe. Ach, schon da einmal Union drücken, wieder ein bisschen warten. Rüber springt. Na komm. Jo, da. Und dann ist das S-HR. Enter drücken. Jetzt sollte diese Scheibe auch noch reinspringen. Okay, fertig. So, was man jetzt macht, man geht her und exportiert dieses Modell hier. Das heißt wiederum mit der Exportfunktion im 3D-Print. Das heißt ja jetzt Ladertest Hauptkarosse. Wir klicken einfach hier beim Export da auf das Exportzeichen. Dann deselektieren wir das und importieren den wieder. STL. Und das ist jetzt nicht Ladertest Hauptkarosse, sondern man kann das auch hier an der Uhrzeit sehen. Today 17.13 Uhr. Doch, der ist es. Das war der erste. 16.54 Uhr. Oh, so lang sind wir schon dran. Gut, Import. Und dann ist das hier, und das Modell, das können wir jetzt mal sich in Cura anschauen, wie man damit zurande kommt. Gut, ich speichere das nochmal hier. Einmal Save. Na komm. Und dann machen wir Cura auf. Und gucken mal, was der Slicer daraus machen kann. So, Steuerung O. Wir wechseln auf, da muss man hier ein bisschen warten. Ist das Programm, was hier alles hat? Das ist Downloads. Ja, wo bist du? Downloads. Dann 3D Print oder 3D Druck. Damals 3D Druck.
Dann heißt das Teil Car Test. Und da haben wir jetzt hier, das kann man auch hier sehen, wir haben den 5. März 17.30 Uhr 13. Und da muss das ja auch ungefähr exportiert worden sein. Da haben wir das hier, 17.13. Der wird jetzt geöffnet. So, der passt auf meinen Drucker, weil ich habe den ja entsprechend skaliert. So sieht das auch alles gut aus. Dann wählt man hier bei der Stützstruktur, mach bitte eine Stützstruktur. Die soll ruhig normal sein, also eine Tree-Stützstruktur macht hier in dem Fall keinen Sinn. Nur Druckbett berühren, also nicht im Modell, hier vorne sollen keine Stützen rein und so in die Lampen. Das macht alles keinen Sinn. Und dann gehen wir auf Slicen und schauen uns das mal an. Also das Modell wird jetzt 4 Stunden drucken, 4,5 sogar. Wir können uns das in der Vorschau, könnte auch ein bisschen länger dauern. Und dann kann man sich das hier anschauen. Ja, das sieht nicht ganz so dolle aus hier. Muss man sich wirklich anschauen, ob das beim Druck korrekt kommt. Ansonsten müsste man beim das Modell hier vielleicht noch ein bisschen diese Wanddicke noch ein bisschen größer wählen. Das kann aber auch sein, dass das hier in Cura nur so schlimm aussieht und im Druck verbunden rauskommt. Das kann man alles nicht so ganz genau sagen. Könnte jetzt hergehen, in das Modell reingehen und dann noch ein bisschen nacharbeiten. So, aber das wird so schon funktionieren. Der Druck, eventuell hinterher dann noch ein bisschen Nacharbeit, dass das vernünftig wird. Aber so würde man schon ein RC-Auto daraus bauen können. Und das eben drucken, dann schön lackieren, ein bisschen nacharbeiten, schleifen. Und wird man schon was Vernünftiges rausbekommen. Wenn euch Videos wie dieses hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos informiert. Und das ist auch nicht... Das ist mein erstes Mal, dass ich ein so komplexes Auto hier in Blender bearbeitet habe. Das habe ich auch nur gemacht, weil ich drum gebeten worden bin. Also nimm es mir nicht übel, wenn das ein bisschen lang dauert. Es ist auch wirklich nichts für den, ich sag mal, Beginner in Blender. Da muss man schon ein bisschen länger mitgearbeitet haben. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!